Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Bam! Jeden Tag eine Frage und ein Engel. Und die Frage, die ich dir heute mitgebracht habe, wenn du dir mal ein ganz anderes Weihnachten erlauben dürftest, ich meine, Weihnachten ist dieses Jahr sowieso irgendwie anders, aber wenn du dir mal ein ganz anderes Weihnachten erlauben dürftest, wie würde das dann aussehen? Also wenn du darüber bestimmen dürftest, wie Weihnachten für dich und für die Leute, die um dich herum sind, aussehen würde. Wie würde das dann aussehen? Da wäre ich echt mal gespannt. Und dazu wünsche ich dir den Engel des Gehorsams. Und wir wollen mal schauen mit meiner Engelsbrille, die ich von meiner lieben Freundin Ellen Hollebein aus Afrika zugesandt bekommen habe, worum es bei dem Engel des Gehorsams denn eigentlich geht. Der Engel des Gehorsams möge dich befähigen, gut auf dich selbst zu hören und in dir Gottes Stimme zu erhorchen, damit du so leben kannst, wie es deinem wahren Wesen entspricht. Der Engel des Gehorsams möchte dich befreien von der Abhängigkeit von Lust und Laune. Du sollst dich nicht einfach treiben lassen, sondern genau hinhören, was für dich stimmt und wie du handeln und leben sollst. Dazu brauchst du den Engel, der deine Ohren schärft und der deinen Willen dafür bereitet, das zu tun, was die Ohren deines Herzens gehört haben. Ha. Na dann, viel Spaß beim Hören auf dein Inneres. Und bis morgen!